du besitzt einen Hafenbrief. Würdest du ihn mir gegen einen Münzkorb tauschen? Ja. Oh, ich bin so glücklich. Ich gebe dir diesen Münzkorb. Münzkorb erhalten. Den brauche ich für die Spilo. Na, erstmal hier wie Monte. Erstmal hier 90 Euro Umdrehungen auf lapalingo.de. Die Straßen dieses Ortes führen nach Norden, Süden, Westen und Osten. Haben Sie nicht gesagt, Osten? Da reisen ja auch so viele unterschiedliche Leute durch. Wusstest du, dass du hier lange in diese Richtung dort gehen kannst, ohne die Richtung wechseln zu müssen? Ich bin sogar in Lage, den ganzen Weg entlang zu walzen. Ob eins deiner Pokémon das auch gerne tun würde? Was meinst du? Ich kann ihm gerne Walzer beibringen. Nee, danke. Ich habe schon ein Pokémon mit Walzer. Hast du schon den Radlers Radladen? Radler, der Eigentümer, ist ein sehr großzügiger Mann. Nein, war ich noch nicht. So. Malvenpro Spielhalle. Ist leider ganz klassisch hier. Einarmiger Bandit und Roulette. Tatsache, Roulette. Schauen wir mal, waren hier nicht irgendwo auch Münzen? Nee, Pokémon Platin sind rumgelegen. So. Ach Gott. Erstmal Unnötiges. TMs. Ah, ihr seid ja aber auch solche Genies. Na, schauen wir uns mal hier die Spiele an. Alter, das sind ja auch Preise, du. Da kommt man gerne mal hierher. So. Schade. Also man drückt ja einfach nach unten, wirft dann... Oh, das hätte was werden können. Beenden wir. Da hätten wir hier mal nachschauen können. Warte mal, was ist denn da so die Info? Warte mal, was hätte das Blitz gegeben? Okay, ich glaube, an die Automaten ist eh nichts Besonderes. Mehr. Deswegen hätte ich mal gesagt, schaue ich mir noch das Roulette-Tableau. Schauen wir mal, irgendwas Gelbes. Nein, blau. Na dann, mal gucken. Ja, immerhin etwas. Ein Treffer. Schon wieder ein Isso. Na, man hat hier 6 Versuche, um was zu setzen. Ich sag mal, jetzt trifft er einen Eneko. Ich hab mir auch schon Azuril überlegt gehabt. Okay, mal hier so, hier, YOLO. Ja, Satz mit X, das war nix. Schauen wir mal, das könnte so eine Situation sein. Ich will jetzt aber auch nicht die ganze... Na, vergesst es. Okay, eine Chance gebe ich dem noch. Yeah! 12 Münzen. Jackpot! Schau ich mal, ob auf dem anderen Tisch noch ein Unterschied ist. Oh, Einsatz mit 3. Nee. Da ist man hier jetzt genötigt zu spielen.
Ich möchte nicht weiterspielen. Spielhalle und so weiter. Mal gucken, vielleicht hat hier noch jemand was für uns. Ja, Arbeit ist immer was Feines. Oh, sogar ein Gewinn. Schauen wir mal. Ich verdaddel hier die Zeit, Leute. So. Replay, ein Freispiel. Geil, 6 Münzen. Oh. Na, was habe ich jetzt? Big Bonus! Oh, what the fuck, Alter, wie viel Münzen? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, egal. Je mehr Münzen, desto mehr Chancen auf den Jackpot. Ja, komm, gib mir eine der Puppen. Flemly-Puppe. Okay. Gut, dann hast du halt Pech gehabt. Okay. Genug gegambelt. Hier geht's nach Wiesenflur. Eigentlich schon schade, wie mickrig hier das eigentlich ist. Und dann im... Ja, und dann im Remake. So groß. Und was haben wir denn hier? Einen höchst energischen Kunden. Energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Radler wird höchstens gewonnen und gesoffen. Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Deine Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eins meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde, ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Allrad und Kunstrad. Allräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eins aussuchen. Welches möchtest du haben? Ich nehme das Allrad und habe das auch gleich erhalten. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Das finde ich sozial. Ich lerne was über Räder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie man Rad fährt, da vorne findest du einige Handbücher. Ich glaube, das ist auch über die Techniken des Allrades und des Kunstrades. So. Okay, hier gab es keinen zweiten Gang. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns den Radweg an. Auf dem Radweg kannst du so schnell fahren, wie du willst. Schnell fahren macht Spaß, aber pass auf, dass du mit niemandem zusammenstößt. So, dann kümmern wir uns hier mal um die ganzen Radladerfahrer. Ah ne, das war ein Bagger. Wie gefällt es dir, mein rabenschwarzes Haar im Wind weht? Ich habe nur deshalb Haare wachsen lassen. Die Haare wachsen lassen. Ein Triathlon ist extrem hart. Du musst schwimmen, Radfahren und laufen. Schwimmen, Radfahren, laufen. Warum nicht alles zusammen mit dem Fahrrad im Wasser laufen? Das wäre geil. Scheiße, habe ich die Pokémon geheilt? Paar Schulke? Übernehmen mal. Heidewitzka, das könnte hier doch nochmal gefährlich werden. Nun gut, aber ich werde erstmal alle Trainer besiegen. Denn man kann hier, glaube ich, noch irgendetwas bekommen. Irgendwas, wenn man eine Bestzeit oder so besiegt. Die erfährt man aber unten. Also von oben nach unten.
Ich glaube ja. Na, Megasauger. Mal gucken. Magnetilo wurde Energie abgesaugt. Das ist jetzt super Schein, aber es geht daneben. So kann's gehen. So sollte es aber nicht gehen. Absorber. Okay, dir wurde halt wieder Energie abgesaugt und jetzt bin ich verwirrt. Was ist mit der Kugel der Verwirrung? Falls ihr euch fragt, was ich in den größeren Dosen habe, weil da ja eigentlich Energies drin sind, ich hab da Wasser rein. Ey, ohne Witz, ich sag euch die Hitze, ne? Ich habe wirklich die ganze letzte Woche kein bisschen aufgenommen. Ich meine, genügend habe ich zwar noch. Ich habe noch das komplette Star Revenge 5 Let's Play auf der Platte. Und auch die, hier. Die restlichen Pokémon Soul Silver Parts und Sonic Unleashed. Aber, naja. Wir wissen ja Bescheid, ne? Pokémon-Kämpfe sind auch hart. Weißt du was, ich mag dich. Wir sollten uns auf dem Küstenrad noch einmal gegeneinander... Naja. Bro. Danke. Hey du, kannst du mit mir mithalten? Bestimmt. Emil. Ja, das ist immer schon mal etwas Gutes. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich will, dass Knit sich entwickelt. Wegen Magnetilo. Weil das ist ja ein Stahl-Pokémon. Und mit einer Kampfattacke sind die relativ leicht zu besiegen. Na gut, ich könnte auch Jungglut benutzen, also Tim. Aber, naja... Ich weiß es nicht. So. Wie lange nehme ich denn schon? Oh, schon wieder 53 Minuten. Da vergisst man die Zeit beim Aufnehmen. Und ich würde auch die Parts wirklich so hochladen in dieser Länge, aber... Internet, mimimi. Diu, Riu, Riu. Okay, das Magnetilo ist auch besiegt. Da bin ich mal gespannt, wer es jetzt kommt. 267 Magnetilo. Ich bin mir sicher, das Ganze wird dann so ein Team-Swapping zwischen Knilz und Tim. Weil, also gegen Magnetilo ist dann doch Tim wirklich die bessere Entscheidung. Weil, naja, es ist ein Feuer-Pokémon. Boah, und es ist so... du hast die Schallmauer durchbrochen. Okay. Ich glaube auch wirklich, Paschulke jetzt noch, naja. Was steht hier? Küstenparkplatz. Nur keine Panik, wenn dein Rad immer schneller wird. Keine Panik neben der Titanic. Magnetilo. Ich glaube, langsam gibt es echt keinen Grund mehr, hier Tim nicht vorne zu behalten. Da habe ich nicht nachgedacht. Also man möge mich für diese dumme Entscheidung bitte steinigen. Ja, komm. So, Tim erreicht Level 20. Aegitus, oder wie heißt der? Aegiditus. Oh hey, du hast dein Rad von Radler.
Oh, das ist ja mehr als offensichtlich. Es steht ja dort geschrieben. Radler, 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 Radler. Der Name steht überall. Du solltest damit überall herumfahren. Eine bessere Werbung gibt es nicht. Aha, soll ich dann hier auch, keine Ahnung, wo soll ich... Soll ich dann hier drüber? Da drüber ist ja hier noch ein bisschen leer, ne? Soll ich dann da reinschreiben, unterstützt durch Produktplatzierung? Ah, ich radle ohne aufzuhören. Meine Oberschenkel sind hart wie Stein. Na, Oberschenkelmuskeln. Das ist immer gut, Trainer, Triathletin Martha. Nun gut, Magnetilo. Okay, als nächstes wird Magnetilo wieder eingesetzt. Komm. So, Glut. Finde ich gut. Timmer hat 267 EP und ein Voltoball. Okay. Schauen wir mal. Level 6. Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist doch jetzt echt auf diesem Niveau schon eine Beleidigung, würde ich sagen. Ah, Muskelkrämpfe beunruhigen mich. Ah, gerade in die Waden ist es schlimmer, aber dagegen soll angeblich Magnesium helfen. Wow, pass auf, ich glaube, du hast keine Übung im Radrennen. Ah. Voltoball. Och Mann. Ey, das ist uncool. Eine Frechheit. Aber trotzdem 132 EP? Was ist denn das für ein Bug? Level... Alter. Oh, ich wurde gerade angerufen. Sandwirbel, nee. Nicht erlernen. Ah, noch ein Magnetilo. Was heißt hier noch ein Magnetilo? Endlich ein Magnetilo in dem Fall. Und dann werde ich, denke ich, auch mal hier diese Aufnahmesession wieder beenden. Weil... Ja. Wow, pass auf, meine Bremsen versagen. Neue Techniken zu lernen, gibt dem Radfahren erst die richtige Würze. Einige Orte kannst du nur erreichen, wenn du die richtige Technik anwendest. Die Technik, Thaddeus. Anzahl der Zusammenstöße 15 Mal. Zeit mehr als eine Minute. Ich sage, dein Talent zum Radfahren ist einfach miserabel. Du brauchst wirklich noch viel mehr Übung im Radfahren. Das beste Ergebnis, Anzahl der Zusammenstöße 15 Mal, eine Minute plus. Man konnte hier, meine ich, irgendwas bekommen. Und was das ist, das zeige ich euch das nächste Mal. Ich muss allerdings erst einmal die erlaubte Zeit herausfinden. Vielleicht kann ich mal mit dem Typen da reden. Vielleicht sagt er ja, wie lange ich brauche. Brauchen muss. Okay. Nun gut, lasst uns mal gut sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr so tun habt. Und ich sage, schön gemacht, das war's, sonst nichts mehr. Ciao.